Willkommen zurück bei Gothic 2 Classic. Wir sind erfolgreich, ja, in der Erweiterungswelt, in der Welt von, in der geheimen Welt, in der verborgenen Welt, in der unbekannten Welt, im unbekannten Teil der Insel, so heißt es ja, angekommen, gemeinsam mit den Wassermagiern und wollen uns hier, ja, umsehen, die Gegend erforschen und vor allen Dingen herausfinden, ob wir stark genug sind, um uns hier bereits mit den Gegnern messen zu können. Piraten, Banditen und neue Bestien, die man nicht kennt, die Steinwächter, es warten eine Menge Gefahren auf uns, auch eine Menge Aufgaben, die wir von Saturas auferlegt bekommen haben. Und dementsprechend starten wir mal durch, oder? So. Was ich die ganze Zeit überlege, ja, oder? Das vergessene Tal der Erbauer. Landkarte Korines. Okay. Wir wissen also, dieser Teil der Insel, denkt dran, Korines ist ja eine Insel und die Insel besteht aus dem Minental, Korines und dem vergessenen Tal der Erbauer. Ist alles auf der gleichen Insel, sind sozusagen drei getrennte Gebiete auf einer Insel. Und wir starten einfach mal durch. Wir gucken mal und wir werden sehr schnell sehen, ob wir stark genug sind oder nicht. Hallo Saturas. Und wir haben hier rundum um diesen Tempelhügel, Tempelberg, diese ganzen Ruinenfelder. Und da gehen wir einfach mal rein. Dunkelpilze. Dieser Soundtrack, ne? Eine weitere Unterkunft und eine Truhe. Gold und Bolzen. Naja. Auch hier eine neue Art von Truhe. Die kennen wir auch noch nicht. So eine richtige Steintruhe des Volkes der Erbauer und Erbauerinnen. Ja. Tal der Erbauer ist ja auch ein wenig einseitig. So, wir haben eine Blutfliege. Das ist schon mal kein Problem. Kennen wir. Na, komm mal her. Okay, jetzt haben wir einen Varan und den kriegen wir schon nicht tot, glaube ich. Dunkelpilz. Dunkelpilz. Varan. Ja, Varane kennen wir auch noch aus Gothic 1. Auch da waren das Gegner, die wir recht spät erst bekämpft haben. Ich denke mal, dass wir das noch nicht schaffen, oder? Ja, okay, es geht. Geht, ne? Ist okay, ich bin überrascht. Okay. Da ist noch ein Varan, okay. Und da haben wir schon den Sumpf, ja. Man hört es schon, da unten sieht man es auch schon. Da haben wir dann den großen Sumpf. Denkt dran, die Reste der großen Flut, die Adanos gebracht hat, um das Volk der Erbauer hinfortzuspülen. Als Strafe dafür, dass der Sohn von Quahodron, Remes, irgendwie sowas, den Wahnsinn ins Volk gebracht hat. So in der Richtung. Ist nur einer. Jo.
So, danke schön. Was haben wir hier? Weidenbeere. Oh, shit. Also können wir probieren, aber vorher heilen wäre besser gewesen. Ich bin interessiert, dass wir das so gut schaffen. Überrascht mich. Meine Güte. Sehr schön. Okay, und hier haben wir auch eine Ruine, die sogar noch recht gut in Schuss ist. Und hier haben wir William. Der verschwundene Fischer, Angler aus Corines. Alte Münze, Dietrich, Notiz. Diese Notiz hatte der Fischer William bei sich und an Apple. Oh Mann. Okay, damit haben wir den ersten Vermissten gefunden. William, wenn der Mond im vollen Licht steht, wird die Wache abgelenkt sein. Schleich dich raus, aber sei vorsichtig. Wenn du dem Knüppeldamm folgst, kannst du den Sumpf verlassen. Das Piratenlager liegt auf der anderen Seite des Tals, weit im Westen. Von dort sollte es dir ein leichtes sein, mit dem Boot zu entkommen. Jemand, der es gut mit dir meint. Okay, und dann hat es leider nur bis hierher geschafft. Toll. Den Banditen entkommen, rostige Axt. Den Banditen entkommen und dann hier von Varanen getötet. Das ist natürlich auch ärgerlich. Okay, bevor wir weitergehen, gehen wir mal schnell schlafen. Einmal regenerieren und dann schauen wir weiter. Aber wir können Varanen besiegen. Ist ein bisschen zeitaufwendig, aber es funktioniert. Spannende Frage ist natürlich trotzdem, ob die Schwierigkeit nicht von dem Minental, in das wir ja für Lord Hagen gehen sollen, geringer wäre, sodass es mehr Sinn machen würde, erst ins Minental zu gehen. Das weiß ich jetzt nicht. Aber zumindest fürs Erste schauen wir uns hier mal ein wenig um. So. Können auch gerne nochmal ein Stück den Weg hier weiter lang gehen. Aber denkt dran, die Banditen selber greifen uns an, solange wir keine Banditenrüstung haben. Aber zwei Blutfliegen, die sind einfach gelandet. Okay. Hier ist noch ein Skelett mit zwei Tränken und einem famosen rostigen Schwert. Sumpfkraut. Mhm. Und da ist der Sumpf. Sumpfgasdrohne, das ist neu. Okay, das ist ein neuer Gegner. Okay. Sumpfgasdrohne. Okay. Da ist nichts zu holen. Schade. Die Sumpfgasdrohne können wir gar nicht plündern, aber die Blutfliegen. Jo. Wen haben wir denn hier? Lance. Damit haben wir den verschwundenen Kundschafter der Wassermagier gefunden und er ist tatsächlich tot. Hier. Lance.
Alte Münze, Goldmünzen, Erkennungszeichen des Rings des Wassers. Dieser Ring gehörte Lance. Pfeile, Bogen, Knüppel. Nehmen wir alles mit. Sumpfgolem. Okay, das ist auch eine neue Gegnerart. Sumpfhai kennen wir auch noch aus Gothic 1 fürs Ulumulu. Wisst ihr noch? Dann haben wir da vorne Sancho, einen Banditen, der uns selbstverständlich angreifen würde, solange wir keine Banditenklamotten tragen. Okay, hier geht es also erstmal nicht weiter. Blauflieder, Waldbeere nehmen wir mit. Ah, haben wir hier. Spruchrolle, Trank, Lederbeutel. Mhm. Wie viel Gold haben wir? 5200. Ja, jetzt fällt mir gerade ein, dass wir theoretisch ja den Stab der Wassermagier benutzen könnten und würden wesentlich mehr Schaden machen, ne? 75, glaube ich, waren es. Ja. Und wir haben doch bald bestimmt noch den Stufenaufstieg, oder? Ja. Gut, dann haben wir sogar 20 Stärkepunkte mehr und dann fehlen uns nur noch 2 Stufenaufstiege, bis wir den leichten Zweihänder benutzen können. Na gut, so viel zum Sumpf. So viel zum Sumpf. Hier haben wir noch Pflanzen. Heilkraut und Heilpflanze, sehr schön. Trank und grobes Breitschwert. Jo. Jo, jo. Weidenbeere, Weidenbeere, Weidenbeere. Nehmen wir alles mit. Und da ist dann auch schon so mehr oder weniger Sumpf, ne? So. Einmal kurz orientieren. Hier vorne war William, ne? Dunkelpilze, Buddlerfleisch, Weidenbeere und Weidenbeere. Sehr schön. Hier drin war William, richtig. Genau, da drin war William. Heilpflanze, Heilkraut. Jo, was haben wir hier vorne? Noch eine weitere Ruine. Auch da schauen wir mal rein. Ach du Scheiße. Oh Gott. Okay. Das ist ein Razor. Razor, richtig? Oh Gott. Der ist jetzt natürlich ein wenig aggressiver als die Warane. Wow, okay. Geschafft. Ein Ring. Mhm. Mana-Bonus, Lance. Ring der Heiler. Wir sind 3 Brüder aus einer Kaste. Zusammen sind wir stärker. Lebensenergie-Bonus 20. Das müsste der sein. Schutz vor Pfeilen weg. Lebensenergie-Bonus. Jo. Also haben wir hier jetzt einen Ring, der der Kaste der Heiler angehört. Kaste ist ja auch ein Gesellschaftssystem, das es in manchen Kulturen gegeben hat. Ein sehr schlechtes Gesellschaftssystem, denn da wird man in eine Kaste hereingeboren. Diese Kastenangehörigkeit ist alles andere als freiwillig. Gut, Blauflieder, Blauflieder. Da vorne haben wir noch eine neue Gegnerart. Wie hießen die nochmal? Genau, Fangheuschrecke. Das sind grüne Feldräuber, wenn man so will. Wir haben ganz viel Käse, mal ein bisschen Käse reinhauen, lecker, lecker.
Heieiei. Gott, ist schnell. Na komm. Kopf der Fangheuschrecke. Wir nehmen einfach ihren Kopf mit. Ja, das sind die Fangheuschrecken. Auch eine neue Gegnerart, die es nur hier in der im Tal der Erbauer gibt, so ist richtig gesagt. Supi. Die hat es uns jetzt aber sehr leicht gemacht, ne? Nochmal eine Heilpflanze, eine Heilpflanze, nochmal eine Heilpflanze. Trank? Okay, ist auch ein Skelett und noch ein Trank. Mhm. Da ging es jetzt nach oben. Genau wie hier. Sind wir einmal genau hinter der Tempelanlage. Oh, da haben wir ein X. Mhm. Das kennen wir ja von den Schätzen, die Greg in Corinnes versteckt hat. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Aha, goldener Kelch, Steintafel. Steintafel des Geschicks. Arkanta. Geschick plus 2. Geschicklichkeit 34. Schön. Rechts, links, links, rechts. Easy. Ein Dolch, Pech, Gold und ein Eintopf. Ob der sich gehalten hat in der Kiste? Ich habe da so meine Zweifel. So, jetzt müssen wir nur vorsichtig sein wegen den ganzen Fangheuschrecken hier. Ne, eine. Uah. Schön einzeln, bitte. Wir brauchen die Erfahrung auch, ne? Deswegen, wir könnten jetzt auch anlocken zu den Wassermagiern. Da verlieren wir die ganze Erfahrung. Komm her. Totally Toad. Aua, aua. Runter. Okay, dafür war das ein sehr einseitiger Kampf, sagen wir es mal so. Dankeschön. So, da geht es ja dann Richtung Küste, Piraten, Wüstental, Serpentinen, die sich durch diese engen Bergklüfte schlängeln. Ihr wisst schon. Einmal hoch, genau.
Jo. Oh no, kein Gewitter. Wenn dann aber richtig, ne? Kann ich einfach mal regnen. Muss direkt auch stürmen, gewittern. Eieiei. Schürhaken, Spruchrolle. Okay. Weidenbeere. So, da haben wir den großen Tempel in der Mitte. Ja gut, wenn wir jetzt natürlich eine Steintafel... Moment. Wie ist das nochmal? 39. Wenn wir eine Steintafel der Stärke finden, könnten wir das sogar auf 30 reduzieren. 10 haben wir. Ja, dann fehlt noch ein Stufenaufstieg. Na gut. Und guck mal, wer ist denn das da? Alligator Jack. Oder wie ich ihn nenne, Alligator Jack. Was macht der denn hier? Ist das etwa ein Pirat? Aha. Okay. Behalten wir im Hinterkopf. Steht er da und isst gemütlichen Apfel. So. Ja, mit den Fokussteinen. Wir können die Teleporter aktivieren. Oder wir sollen die Teleporter aktivieren. Apropos Fokusstein, ich zeige ihn euch mal eben. Da ist das gute Stück. Fokusstein. Kennen wir natürlich alle noch aus Gothic 1. Damals haben wir die ja gesammelt, um damit eben den Erzhaufen in die Luft zu jagen. Haben wir nie gemacht. Die Fokussteine wurden nie benutzt, weil der Plan von den Wassermagiern vollkommener Schwachsinn war. Auch wenn Saturas weiterhin denkt, dass er klappen würde. Nein. Sagt Xardas auch. Ich wiederhole mich da auch gerne zum 10. Mal. Xardas hat gesagt, dass das vollkommener Schwachsinn ist. Und damit haben die Fokussteine nie eine Aufgabe erfüllt und erfüllen eben... Ja, also, sie waren damals die... Fokussteine, um die Barriere zu erschaffen, aber wurden eben nicht benutzt, um die Barriere zu zerstören. Stattdessen benutzen wir sie eben jetzt hier, um diese Teleporter zu reaktivieren. So, gehen wir mal zu dem Haupttempel hier. Mhm. Musik, ne? Ist hier was drauf? Nee, oder? Na gut. Mhm. Joa, dann gehen wir mal noch hier oben rum. Hier haben wir noch alles gesammelt. Weidenbeere. Und dann können wir Saturas hier mal berichten, dass wir Lance gefunden haben, inklusive seinem Aquamarinring. Weit gekommen ist er aber nicht, ne? Der muss ja von den Sumpffliegen, von den Blutfliegen und von der Sumpfdrohne besiegt worden sein. Das ist auch, naja. Mit denen mussten wir uns ja schon vor Ewigkeiten beschäftigen, mit den Gegnern. Aber ihr wisst ja noch, was ich meine, Laris war das, was Laris gesagt hat. Die Leute, die wir in Orlans Taverne getroffen haben, waren ja nicht alle Mitglieder des Rings des Wassers. Es gibt noch viel mehr, so eben zum Beispiel auch Lance. Gut, Saturas, ich habe schlechte Nachrichten. Vielleicht wollte Lance sich ja auch Saturas Vertrauen gewinnen. Hey, du. Ich habe Lances Leiche gefunden. Möge seine Seele in Adanos Reich eingehen. Pass auf dich auf, mein Sohn. Noch so einen Verlust dieser Art will ich nicht beklagen müssen. Ach so.
Der will uns doch loswerden, oder nicht? Ich habe hier Lances Aquamarinring. Am besten du gibst ihn mir, damit er nicht in falsche Hände gerät. Jo. Schön. Damit fehlt streng genommen. Also wir haben jetzt... Ardanus möge dich schützen. Danke. Von den 40 Lernpunkten haben wir jetzt 20. Wenn wir 10 durch Fragezeichen bekommen, durch zum Beispiel Drachenwurzel und Steintafeln, würde uns nur noch ein Stufenaufstieg fehlen. Theoretisch. Ist die Frage, ob wir die Drachenwurzeln wirklich in uns reinschieben wollen. Theoretisch können wir das machen mit der Argumentation, wir nehmen Kronstöckel dann eben für die Goblinbeeren und für Geschicklichkeit. Wenn wir überhaupt Alchemie lernen, ich bin noch unentschlossen. Na gut, Weidenbeere. Und hier ist auch noch ein Secret übrigens. Das heißt Secret, man kann hier nämlich diese wunderschöne Schräge einfach hochklettern. Wer hätte es gedacht? So. Dauert ein bisschen. So. Da haben wir hier schon Gold. Oh, Gold. Ist ein bisschen wie damals beim Minental, oder? Wenn man direkt da an der ersten Ecke, nachdem man seinen ersten Mollerit besiegt hat. Oh Gott, Erdbeben. Alles wackelt. Da konnte man ja auch so hochklettern und da sind dann die ersten etwas stärkeren Gegner. Ich glaube, ein Scavenger war es. So, und dann haben wir hier oben, guck mal. Ein Piratensäbel. Ein Wasser. Ein Trank. Noch ein Wasser. Und zwei Waldbeeren. Waren es Waldbeeren? Ich glaube schon. Und noch eine Waldbeere, genau. Also vermutlich ein verstorbener Pirat. Arre. Ja, perspektivisch gesehen ist die große Frage, ob ich nicht das Tier ausschlachten... Das zweite Tier aus Schlachten waren, glaube ich, 10 Lernpunkte, die wir da reingedonnert haben. Die hätte ich mir sparen sollen. Stattdessen hätte ich lieber entweder aufs Schmieden gehen sollen oder eben auf die Stärke. Das wäre jetzt so vom Gefühl her, hätten wir die Tiere aus Schlachten, hätten wir eher... Ach, guck mal hier. Cool. Tiere aus Schlachten hätten wir eher Richtung Söldner machen sollen, sprich im nächsten Projekt. Wobei ich da ja auch schmieden will. Ach, schwierig. Ich weiß es nicht. Gut, so, wir schlafen mal schnell. Regenerieren uns damit und dann geht's auf zu Alligator Jack. Into this crocodile alligator. So, du hast geschlafen. Perfekt. Steht irgendwo eigentlich der Tag? Tag 54. Natürlich nur, weil wir so viel schlafen. Ich weiß noch, als ich das Spiel damals gespielt habe. Das war Gothic 2 ohne Erweiterung. Ewigkeiten ist es her. Da habe ich das bei meinen Eltern auf deren Computer... Ihr müsst euch das so vorstellen, da war ich klein und ich hatte einen sehr schlechten Computer und meine Eltern hatten einen guten Computer und also da war ich sehr klein, da war ich vielleicht, sagen wir mal, ich war 12, weil das Spiel ab 12 ist. Ich war wahrscheinlich ein Jahr jünger oder so und da habe ich das Spiel bei meinen Eltern auf deren Computer gespielt, in meinem Elternschlafzimmer, weil die da ihren Computer mit Internetzugang stehen hatten. Und da war ich bei Tag 360 oder sowas, das weiß ich noch, aber da habe ich aber auch wirklich im Minental derart viel erkundet und ich habe mich da so oft schlafen gelegt und das habe ich ja schon mal erzählt, so Sims-artig gespielt mit hey, es wird dunkel, jetzt gehst du mal schlafen und sowas in der Richtung, also da habe ich ordentlich Tage im Minental verbracht zum Beispiel. Ich werde euch dann auch zeigen, an welcher Stelle ich damals extrem festhing. So, Alligator Jack, ja, reden wir mal mit dem, oder? Was bist du denn für einer? Du siehst nicht aus wie die anderen. Welche anderen? Na, die Magier, die sich da drüben bei den Ruinen herumtreiben. Gehörst du etwa auch zu dem Verein? Ziemlich mutig von dir, hier alleine rumzulaufen. Ja, du bist aber auch alleine hier. Wer bist du? Du hast sicher schon von mir gehört. Ich bin Alligator Jack. Gefürchtet im ganzen Land. Ich gehöre zu den wohl gefährlichsten Piraten in dieser Gegend. Mit unserem Kapitän Greg haben wir mehr Handelsschiffe geentert, als ich zählen kann. Du stehst hier sozusagen vor einer lebenden Legende. Nee, sorry, noch nie gehört. Euer Captain heißt Greg? Richtig.
Er ist der größte Pirat, den die See jemals hervorgebracht hat. Ich glaube, ich kenne euren Captain. Er ist mir in Korinnes begegnet. Greg? In Korinnes? Unsinn. Greg ist mit einigen Jungs auf großer Kaperfahrt. Das Einzige, was Greg nach Korinnes bringen würde, wäre eine Sträflingsgaleere des Königs. Er ist einer der meistgesuchten Männer im Land. Freiwillig geht er bestimmt nicht in die Stadt und lässt sich von der königlichen Garde in den Kerker werfen. Wenn du meinst. Naja, also es war ja so, das wissen wir ja jetzt. Greg wollte in die Stadt, um dort Skip zu treffen. Aber Skip, der ja in der Bucht neben Korinnes scheinbar auf Greg gewartet hat, nachdem der Deal mit den Banditen geplatzt ist, hat Greg verpasst. Irgendwie sowas. Danach ist Greg dann da weggegangen und dann kam Skip ein paar Tage zu spät und wir haben ja dann zu Greg gesagt, yo, hä, Skip ist doch in der Bucht. Und dann hat Greg gesagt, oh Mist, der Kerl ist zu spät gekommen. So in der Richtung. No? Also Greg war ja definitiv in Korinnes, weil er mit Skip gemeinsam wieder hierhin zurück wollte. Kennst du einen Kerl namens Raven? Na klar, er ist der Anführer der Banditen im Osten. Was willst du denn von dem? Ich muss ihn töten. Was denn, du? Wie willst du das denn anstellen? Ist der Kerl nicht eine Nummer zu groß für dich? Du kommst ja nicht mal an ihn heran. Die Banditen, die er um sich geschart hat, werden dir vorher das Fell abziehen. Du kommst doch noch nicht mal an ihrem ersten Vorposten vorbei. So wie du aussiehst, kriegen die Banditen doch schon das Jucken in den Fingern, wenn sie dich von Weitem sehen. Ich habe eine bessere Idee. Du kommst mit zu uns. Und da denkst du erstmal gründlich darüber nach. Nachdem du erstmal unseren guten, selbstgebrannten Rum probiert hast, sieht die Welt schon ganz anders aus. Naja, sagen wir mal so, wenn wir Raven nicht schaffen, dann beschwören wir halt einen Dämon und lassen den das erledigen. Also wir finden schon Mittel und Wege. Ja. Wo ist euer Piratenlager? Siehst du den Höhlendurchgang da drüben? Wenn du da durchgehst und weiter nach Westen gehst, kommst du früher oder später zu unserem Strand. Da haben wir unsere Blockhütten. Wenn du willst, kann ich dich hinbringen, wenn du mir einen Gefallen tust. Und das wäre? Bevor ich zum Lager zurückkam, muss ich erst noch Fleisch für die Jungs besorgen. Du bist ein kräftiger Kerl. Ich könnte deine Hilfe bei der Jagd gebrauchen. Interessiert? Ja, klar. Was jagst du denn? Normalerweise nur Alligatoren. Aber die kann man nicht essen. Außerdem gibt es hier in der Gegend auch gar keine mehr. Also nehme ich das, was da ist. Sumpfratten. Was? Die meisten Viecher, die es hier gibt, schmecken wie eingeschlafene Füße. Oder sind zäh wie Alligatorfleisch. Die fetten Sumpfratten sind das Einzige, was einigermaßen genießbar ist. War ja irgendwie klar, dass Alligator Jack nur Alligatoren jagt, oder? Ich brauche eine Banditenrüstung. Was willst du denn damit? Die bringt dir nur Ärger ein, wenn du dich damit irgendwo sehen lässt. Jeder wird dich für einen Banditen halten und versuchen, dich zu töten. Sehr interessante Seiteninfo. Hört sich gut an. Ja, aber nur für jemand, der lebensmüde ist. Hast du eine Ahnung, wo ich eine solche Rüstung finden kann? Wir hatten mal eine bei uns im Piratenlager. Aber ob sie noch da ist, weiß ich nicht. Okay, also über das Piratenlager könnten wir wirklich an eine Banditenrüstung gelangen, um dann damit den Vorposten der Banditen passieren zu können. Das klingt ja schon mal gut. Erzähl mir mehr über euch, Piraten. Wir leben hier schon seit Jahren. Damals, vor dem Krieg, kannte uns jeder von hier bis zum Festland. Allein unsere Flagge verbreitete Angst und Schrecken unter den Kauffahrern. Aber die Zeiten sind nun vorbei. Schon seit Wochen haben wir kein Handelsschiff mehr vor dem Bug gekriegt. Unser Kapitän Greg ist los und versucht nochmal eins zu erwischen. Wir anderen sitzen in unserem Lager und drehen Däumchen, bis er wieder da ist. Hoffentlich bringt er fette Beute mit. Naja, es sieht ja so aus, als wäre Greg gestrandet, oder? Er sah jetzt nicht so aus, als würde er gerade mit einer riesigen Plünderbeute mit Skip gemeinsam zurückkehren. Skip saß da am Strand, hat mit Baltram kleinen Rumhandel gemacht und Greg war verloren bei Lobards Hof und hatte weder Crew noch Schiff bei sich. Naja. Okay, ja, gehen wir mit ihm jagen, oder? Lass uns jagen gehen. Gut. Zu zweit ist es ein Kinderspiel. Bist du bereit? Ja. Gut. Bleib mir einfach auf den Fersen. Okay.
Cool. Ja, mit einem wahren Jagdexperten zu jagen ist doch eine Symphonie, oder? Oh, Dunkelpilze. Wie so ein Hobbit, ich sag's euch. Ah, Pilze. Pilze. Mollerats, okay. Dunkelpilze. Wir haben jetzt wieder diesen großen Vorteil, dass die Erfahrung, die Alligator Jack erkämpft, uns angerechnet wird. Daher werden wir jetzt mal versuchen, möglichst viele Gegner hier an der Stelle mitzunehmen. Und ich meine, hier gab es schon eine Möglichkeit, wenn wir ihn jetzt da unten wortwörtlich stehen lassen. Ich gehe mal kurz auf die Karte. Also wir gehen jetzt mit ihm im Nachhinein hier lang. Ich zeig's euch wieder. Hier. Dieser Weg zur Küste natürlich, ne? Also diese ganzen Schlängelpfade hier, die müssten wir uns nachher alleine angucken, da wird er uns nicht lang führen. So. Ja, ich denke gerade an Laris, der im Wald auch einfach verschwunden ist. Wisst ihr noch? Aber hier war doch, oder? Nicht? Ja, und da haben wir dieses riesige, mit verwobenen Wegen vollgestopfte Tal. Aber hier ist nicht der Gegner, den ich suche. Ja, es wird noch wild. Das ist ein Feuerregen, oder? Oder Blizzard oder so. Ist er noch da? Nein. Ja, das ist auch komisch. Ich meine, das war früher nicht so krass mit dem Verschwinden von Charakteren. Also man darf wirklich nur eine sehr kleine Distanz zwischeneinander bringen und schon verschwinden die NPCs. Das ist sehr ärgerlich. Na gut. Ja. Okay. Na gut, dann gehen wir da später mal hin. Jetzt haben wir links eine Höhle. Ich denke mal, auch da können wir nicht hingehen, ne? Der ist weg, oder? Ah ne, da ist er noch. Mhm. Ja, ist nachher eine geschenkte Erfahrung, ne? Denk dran, auch wenn die jetzt wirklich keinen Schaden mehr machen. Also das könnten wir auch alleine machen. Günstiger. War es das schon? Ja. Ja, jetzt ist die Frage, kann ich in die Höhle reingehen oder verschwindet er dann? Das ist... Okay, die ist noch größer. Ne, da müssen wir später nochmal hingehen.
Goblin-Krieger kennen wir ja inzwischen mit ihren schicken Kettenhemden. Haben wir ja auch schon einen besiegt. Auch ohne die Hilfe von Alligator Jack, ja? Also. So, Lauflieder. Aber von der Schwierigkeit her, ich finde es fordernd in einer gewissen Weise, aber machbar. Es ist jetzt nicht so, als wäre das super schwer. Aber so Fangheuschrecken, klar, zwei auf einmal muss jetzt nicht sein, aber so einzeln. Ja. Zumal wir ja theoretisch auch jetzt schon viel mehr Schaden machen könnten mit 75, ne? Der Talkessel. Hier müssten einige von den Biestern sein. Folge mir. Mhm. So, das hier ist wunderschön. Seht euch das mal an. Da oben haben wir eine gruselige Banditenfestung. Und hier haben wir dieses formschöne Gewässer inklusive schönem Wasserfall. Und ja, Alligator Jack, der mal eben ein paar Sumpfratten erledigt. Oh, das war ein Lurker. Okay, oder so. Warum nicht? Ein Mistvieh weniger. Das war eine Sumpfratte. Zwei Fleisch sogar. Ja. Okay. Heilpflanze, Blaufliede, Dunkelpilz. Das habe ich befürchtet. Was? Die paar Viecher hier sind gerade mal die Hälfte von dem, was ich brauche. Jetzt müssen wir in den Canyon. Pass auf, tiefer im Canyon wird's brandgefährlich. Wenn dir dein Leben lieb ist, bleib schön dicht bei mir. Mache ich. Was ist im Canyon? Wenn es irgendwie geht, meiden wir das Gebiet. Dort gibt es Razor. Ziemlich zähe Biester. Halt dich von denen fern, wenn du an deinem Leben hängst. Ja, einen haben wir schon besiegt, ne? Gut, lass uns gehen. Alles klar. Aber ganz ehrlich, Alligator Jack schafft auch Razor, so stark wie der ist. Hier sind wir ran. Sind wir so schlecht mit dem Bogen? Das gibt's doch nicht. Na gut. Dann ebenso. Ja, gut, dauert schon, ne? Also, geschenkt werden uns die Stufenaufstiege nicht. Das heißt also, wir machen jetzt die Stärke so lange hoch, bis wir den leichten Zweihänder benutzen können. Sobald wir den leichten Zweihänder benutzen können, stärken wir nur noch unsere... Wenn wir genug Stärke haben, stärken wir nur noch unsere Zweihandfähigkeit. Das wollte ich sagen. Also wir gehen jetzt mit Stärke auf 75 und danach gehen wir mit der Zwei-Waffen-Fähigkeit... Komm schon! Ja, ich bin ja schon da. Auf 50 oder so? Ich weiß noch nicht. Ah, wen haben wir denn hier? Malcolm. Du kommst nicht von hier, oder? Scheinst eine weite Reise hinter dir zu haben. Du kommst wohl eher von mittendrin, oder? Oh, geil. Beschäftigt? Hör bloß auf. Henry will, dass ich hier die ganzen Bäume abholze. Henry? Er führt unseren Trupp an. Er steht die ganze Zeit vor unserem Lager und hält große Reden. Mehr Einsatz für die Gemeinschaft und so ein Dreck. Dabei macht er selber keinen Finger krumm. Ja, so ist das meistens, ne? Wo ist euer Lager? Du gehst einfach den Weg hier weiter Richtung Westen. Dann kannst du Henry schon herumstehen sehen. Ja, das steht ja eh nur rum, ne? Henry ist euer Anführer? Ja, der Anführer von unserem Entertrupp. Unser Captain ist Craig. Aber der ist zurzeit nicht da. Kein Wunder, der ist ja in Korinus. Die Frage ist ja, hat er sich jetzt mit Skip getroffen und sind die beide auf dem Weg hierhin oder so, ne? Keine Ahnung. Achso, erstmal speichern. Ich muss weiter. Hey, wenn du zu unserem Lager gehst, kannst du Henry was von mir ausrichten? Natürlich. Die Bäume hier sind verdammt hartnäckig. Er wird noch eine Weile auf sein Holz warten müssen. Sag ihm das. Sag ihm das, da denke ich direkt an Emil. Emil, ihr wisst schon, hier mit ihrem... Mein Bruder ist ein blödes Arschloch, sag ihm das.
geil. Ich muss weiter. Lass dich nicht von den Biestern fressen. Die Gegend hier ist sehr gefährlich. Alles klar. Danke, Malcolm. Ist hier oben nicht noch einer von denen? Nicht? Nö. Was es hiermit auf sich hat, das erfahren wir später in dieser gruseligen Höhle. Der hat ja auch so ein bisschen einen kleinen Vorrat. Brot, Käse, Wein, Schafsfell, ja, ja. Okay, Entschuldigung, ich habe kurz mit einem Kollegen gesprochen. Voll schön. Wir sind jetzt hier übrigens, ne, kurze Orientierung. Wir sind jetzt quasi erfolgreich bis hier gelaufen. Da ist der Strand und wir sind ja hier losgegangen, hier unten, ne. Gut. Tja, das Tal der Erbauer. Es ist was anderes als Korinnes, weil es sehr viele Höhenunterschiede macht. Ne? Gut, wir haben die Hochebene und da vorne ist bei den Barrikaden auch schon das Piratenlager. Hm? Waldbeere. Mhm. So, und hier geht es jetzt Richtung Canyon. Ne? Also hier im Nachhinein, hier ist ja der Canyon. Und wir sind jetzt hier und gehen jetzt da rein und hier hoch ging es eben zu den Piraten und hier ist dann dieses kleine Banditenlager oder diese Banditenfestung. Sauber. Da ist nichts zu holen. Mhm. Sehr viele Sumpfratten, noch ein bisschen Blauflieder. Da haben wir auch viel zu viel von, ne, von Blauflieder. Sag mal, kannst du mir sagen, wofür ich dich mitnehme? Also ich, keine einzige Sumpfratte hast du getötet. Also ich, Naja, vielleicht kannst du dich ja trotzdem noch nützlich machen. Hier, nimm das Sumpfrattenfleisch und bring es zu Morgan, dem Faulpelz. Du findest ihn bei uns im Lager. Er liegt sicher wieder irgendwo am Strand. Ich denke, er wartet schon drauf. Am Eingang unseres Lagers steht meistens Henry und passt auf, dass uns die Banditen nicht angreifen. Wenn er dich nicht reinlassen will, sag ihm einfach, dass ich dich geschickt habe. Vielleicht ist er dann ein bisschen umgänglicher. Henry ist etwas übereifrig und markiert immer gerne den Boss. Mhm, okay. Kannst du mir was beibringen? Klar, ich bin ein guter Jäger. Ich kann dir zeigen, wie man Tiere enthäutet und ihnen die Zähne zieht. Wenn du willst, bringe ich es dir bei. Nee, ich bin gierig, was meine Lernpunkte angeht, sorry. Wenn du mich suchst, ich bin meistens irgendwo in der Nähe meines Lagerplatzes vor den Palisaden. Palisaden? Geh einfach weiter Richtung Westen. Dann siehst du, was ich meine. Okay. Und ihr seht das auch schon, hier wäre jetzt auch schon der erste blaue Punkt und damit der erste Teleporter, den wir aktivieren können. Ich meine, wir hatten hier unten bei dem Wassermagier auch einen, also hier. Hier drin. Aber da waren ja diese Steinwächter, ne? Also hier wäre jetzt auch ein Teleporter. Ich überlege auch gerade, ob wir da hingehen sollen oder später. Was haben wir hier? Wüstenratte. Ach du Scheiße. Naja. Jo, und ich präsentiere euch die erste Wüste in der Gothic-Geschichte. Den Canyon. Wüstenratte ist erledigt. Weidenbeere, Heilpflanze. Ja, und denkt dran, dass Alligator Jack gesagt hat, dass wir nicht zu weit in den Canyon reingehen wollen. Hallo? So. Und
Und hier haben wir jetzt einen Sockel. Teleportstein draufgestellt. Und der Teleport ist aktiviert und... Zack, haben wir eine Möglichkeit zum Canyon, um uns erfolgreich hin und her zu teleportieren. Yay, guck mal, yay. Teleportation. So. Sag mal Medarion. Ich habe einen der Teleportersteine aktiviert. Das sehe ich. Habe ich also doch recht gehabt. Ich habe mit den anderen schon darüber gesprochen. Wir wollen, dass du versuchst, alle Teleportersteine zu aktivieren. Es wäre bei unseren Nachforschungen eine große Hilfe, wenn wir schnell von einem Teil der Stadt in den anderen gelangen könnten. Hier hast du einen weiteren Fokusstein. Aktiviere sie alle, wenn du kannst. Ich werde es versuchen. Cool. Ja, haben wir auch was von, ne? Wenn wir im Nachhinein schnell uns hin und her bewegen können. Zack. Okay. Sehr schön, gut, dass wir hier waren. Damit haben wir... Hä? Warum? Warum sind da neue Fangheuschrecken? Hä? Und eine neue Wüstenratte? Was jetzt? Zwei? Okay, es ist wie damals mit Laris, ja? Nachdem Laris weg war, waren noch auf einmal neue Goblins und neue Blutfliegen überall. Ich meine, stört mich jetzt nicht. Ich freue mich über die Erfahrung, aber okay. Unerwartet. Okay, diese letzten Zuckungen noch. Jetzt hör auf. Okay. Ja. Dann halt so, ne? Wenn die nochmal welche kommen. Gar kein Problem. Jetzt ist die Frage, ob wir einfach mal zu den Banditen gehen. Können wir auch machen. Buddlerfleisch. Alligator Jack. Ja, okay. Und da haben wir dann die Palisade der Piraten. Und da haben wir Pirat, Henry und Pirat. Heilkraut, Buddlerfleisch. Und wir müssen auch die Dunkelpilze essen, ne? Weil wir da ja irgendwann Mana-Bonus bekommen. Viel, plus 5 sogar. So, bevor wir zur Palisade gehen, wir schauen einfach mal. Hier ist übrigens die Lagerstelle von so einem guten Alligator Jack. Mhm. Rechts, links. Naja. Was? Ein Bett, ein Gerbegestell. Ja, mehr braucht ein Jäger nicht. Heilpflanze. Ich höre Goblins. Belauflieder.
Und da haben wir jetzt ein paar Banditen. Gut, Banditen, ihr wisst ja noch, die haben wir immer schön auseinandergezogen und dann einzeln bekämpft. Kann natürlich sein, dass wir inzwischen gut genug sind, um es auch mit mehreren aufzunehmen. Aber mein Fahrplan wäre jetzt erstmal, die so zu bekämpfen. Also wir haben dann 30 Lernpunkte. Und 7... 7 hier Dings da, ne? 7 Drachenwurzeln. 7. Das heißt, wir haben dann 37 Stärke von 39. Das ist krass. Also können wir dann nochmal aufsteigen? Fast. Scheiße. Ja, okay, einzeln. Einzeln müssen wir es hinbekommen mal wieder. Bleib stehen, du Lump! Boah, krass. Okay. Ja, okay. Also er hat echt viel Schaden gemacht, aber wir auch. Wow. War jetzt Glück dabei, okay? Das war jetzt kein astreiner Kampf. Aber wenn das jetzt nur 3 Banditen sind, dann warum nicht? Wir schlafen mal schnell im Bett von Alligator Jack. Und dann machen wir die beiden anderen noch. Tja. Man muss immer strategisch vorgehen. Das sind halt auch 3 Banditen, das ist ja auch unfair. Um uns mal in Schutz zu nehmen gerade. Ah ja. Gibt da nichts Schöneres, als wach zu werden vor dem Knien, den Alligator Jack, der sich gerade seine Fleischkeule brät. Schön. Gut. Bandit Nummer 1 beseitigt. Die ist übrigens ganz schön nah am Piratenlager, ne? Nur so am Rande. Oh, Lederbeutel. Jetzt bist du dran. Ich mach dich fertig. Mhm. Sieht ein bisschen aus wie Pedro. Ja, renn so schnell wie du kannst. Unser kritischer Treffer haut voll rein, ne? Ach, Junge. Okay.
Dietriche, Seemannsgrog, Wacholder, Fisch, Brot, Bolzen und eine Armbrust. Okay. Joa. Bisschen auseinanderziehen die Gegner, ein bisschen strategisch draufschlagen und alles gar kein Problem. Waldbeere, Dunkelpilz, Dunkelpilz, Feuerkraut, Waldbeere, Dunkelpilz. Eine kulinarische Meisterleistung hier. Waldbeere, schön. So, es könnte jetzt schon der letzte sein, oder? Die haben vor allen Dingen einfach mal eben Wachturm hingebaut. Piraten bauen da ihre schäbige Barrikade. Ich mach dich fertig. Unsere Lebensenergie. Nein! Oh mein Gott! Nein! Die fressen den einfach. Yo! Aber ich muss den noch plündern. Oh, das sind vor allem 3 Stück, ne? Wie soll ich die denn hinbekommen? Habe ich damals als Magier die ganzen Dunkelpilze gegessen? Ich hoffe. Lecker. Ich sag ja wie ein Hobbit. Ich meine, so einen Heiltrank herstellen wäre auch geil, ne? Wir haben halt echt viele Heilkräuter. Aber ich bin so gierig, was die Fähigkeitspunkte angeht. Kommen die einzeln oder wie ist das jetzt? Wie? Okay. Gut, dann würde ich aber vorschlagen, machen wir hier an der Stelle Pause und werden uns beim nächsten Mal um diese 3 Fangheuschrecken kümmern. Danach plündern wir den Banditen, gucken uns den Banditenturm an und gehen vor allen Dingen zu den Piraten. Das wird fantastisch, denn ihr werdet mal neben Skip und Greg einige weitere Piraten kennenlernen. Die haben ihre ganz eigene Art. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Gothic 2, dem Tal der Erbauer und der Jagd auf Raven. Bis zum nächsten Mal. Ciao.